Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von OpenTX Weekly. Ja, und wie kann es anders sein? Die neue Folge geht natürlich auch um ELRS, Express LRS, was ich bei dem letzten Video angefangen habe. Eigentlich wollte ich in diesem Video euch zeigen, wie man in eine FRSKY X12S das interne Sendemodul, das XJT oder ISM interne Sendemodul austauscht gegen ein ELRS Sendemodul. Das habe ich aber jetzt nach hinten geschoben, weil eine ganze Menge Fragen kamen zu dem Thema, muss ich denn jetzt, wenn ich mir so etwas gekauft habe, muss ich da jetzt erstmal ein Software-Update machen? Und da muss man ganz klar sagen, ja, das ist sinnvoll und nötig, denn ihr wisst alle, in der EU dürfen wir auch im 2,4 GHz Frequenzband nicht einfach munter drauf los senden, sondern da müssen bestimmte Standards eingehalten werden. Und ganz wichtig und ein ganz großer Unterschied zu anderen regulatorischen Regionen ist, dass in der EU dieses Listen Before Talk Verfahren eingesetzt werden muss. Das ist ein adaptives Sendeverfahren, was es verhindern soll in der Praxis, dass wir Kanalbelegungsprobleme bekommen. Das ist also wichtig. Und die andere wichtige Information ist, dass ältere Versionen von Express LRS, sollten die hier drauf sein, das noch nicht können. Es geht erst ab der Version 3 aufwärts. Deswegen ist es wichtig, Stand heute, einfach mal zu schauen, was habe ich denn da drauf, beziehungsweise am besten gleich mal ein Update zu machen auf die neueste Version, denn die Entwicklung bei Express LRS geht rasend schnell voran. Ähnlich wie die Entwicklung von EdgeDX rasend schnell vorangeht. Das sind natürlich viele Dinge dabei, die man vielleicht im täglichen Alltag nicht unbedingt braucht, aber es werden natürlich auch immer Fehler behoben. Also deswegen ist das sinnvoll. So, jetzt schalte ich aber erstmal den Empfänger ein. Ich habe hier einfach mal das BEC-Kabel. Ich schalte ihn jetzt ein und kann dann weiterreden, damit einfach mal hier ein bisschen Zeit vergeht. Der Empfänger blinkt jetzt hier fröhlich vor sich hin und wartet darauf, dass ich meinen Sender einschalte. Das tue ich jetzt aber nicht aus einem ganz bewussten Grund, denn ich warte jetzt einfach darauf, dass der Empfänger sein drahtloses Netzwerk einschaltet. Dann wird sich die Farbe ändern von der LED, wenn wir andere Empfänger haben, wie zum Beispiel diesen hier. Da ist das anders, da ändert sich vielleicht das Blinkmuster. Da muss man einfach mal ein bisschen drauf achten. Standardmäßig ist es so eingestellt, dass so nach einer Minute das Wi-Fi-Netzwerk von diesem Gerät, sagen wir mal besser, das gilt für das Sendemodul genauso wie für jeden Empfänger, dass dann das Wi-Fi-Netzwerk erscheint auf eurem PC oder Laptop. Ihr solltet also jetzt schon den Laptop eingeschaltet haben. So, jetzt habe ich genug geredet, wunderbar. Jetzt hat die Farbe gewechselt und jetzt müsste das Wi-Fi-Netzwerk erscheinen. Und dazu blätter ich hier einfach mal um. Und bringe jetzt hier, das müsste das Richtige sein, mal das Fenster nach oben für den Netzwerkdialog. Und da sieht man jetzt also hier schon ein Netzwerk, was heißt Express LRS RX, ja, also für RX für Empfänger. Es gibt auch Express LRS TX, das wäre dann das Netzwerk, was von einem Sendemodul produziert wird. Gut, das läuft also fröhlich vor sich hin. Das bleibt jetzt also auch so in dem Wi-Fi-Modus. Wichtig ist, ich bin jetzt schon verbunden, weil ich mich öfter schon mit dem Empfänger verbunden habe, wie ihr euch denken könnt. Normalerweise braucht man aber ein Passwort dazu und dieses Passwort zeige ich euch jetzt hier. Das ist Express LRS in einem Wort und klein geschrieben. Das muss man also wissen. Natürlich könnt ihr dieses Passwort ändern und solltet es auch ändern, damit sich nicht jemand Fremdes sozusagen mit diesem Empfänger dann
binden kann. Da erlebt man die tollsten Sachen, wenn man auf dem Flugfeld oder am Teich ist. Naja, am Teich ist ELS ja noch nicht so stark vertreten. Dann schalten viele ihre Modelle ein und lassen die Empfänger einfach so vor sich hin dödeln. Nach einer Minute schalten die ihr Wi-Fi-Netzwerk ein und man kann sich fröhlich mit diesem Empfänger verbinden und dann auch Konfigurationen verändern. Das ist natürlich jetzt nicht so super schlimm, aber das ist ärgerlich. Und ein freundlicher Modellbauer würde das natürlich niemals tun, aber es könnte ja auch aus Unachtsamkeit passieren. Die Reichweite von diesem Wi-Fi-Netzwerk ist aber Gott sei Dank nicht so groß. Es sind nur ein paar Meter. Da müsst ihr also auch aufpassen, dass ihr euer Notebook möglichst nah dann hieran platziert. Ne? Also auf dem Schreibtisch ist das kein Problem. Ja, wo war ich stehen geblieben? Genau, das Netzwerk, wir sind verbunden. Und dieses Netzwerk hat eine spezielle IP-Adresse, also eine spezielle Netzwerkadresse. Und die ist immer gleich. Das war jetzt das falsche Bild. Das wollte ich euch gar nicht zeigen, sondern ich wollte, das ist auch nicht gut, das habe ich schlecht vorbereitet. Ich wollte eigentlich auf die Webpage gehen von ExpressLRS. Das ist die Webpage von ExpressLRS, expresslrs.org. Da könnt ihr drauf gehen und eigentlich müsste ich euch das alles gar nicht erzählen, denn es gibt eine wunderbare Dokumentation zu ExpressLRS. Hier unter dem Punkt Quickstart. Da steht eigentlich alles drin. Genau, bevor wir das tun, gehen wir aber jetzt auf diese Webseite mit dieser komischen Adresse 10.0.0.1. Und dann bekommen wir so eine Webseite und das ist die Webseite von eurem Gerät, also von eurem Empfänger oder von eurem Sendemodul. Die meisten Einstellungen, die kann man jetzt erstmal so lassen, weil uns interessiert es jetzt erstmal nur zu prüfen, ob das Ding jetzt funktioniert. Jawohl, es funktioniert. Wir werden die Einstellungen eigentlich bei dem Update des Empfängers machen. Man kann hier ein Update auch tatsächlich durchführen. Hier gibt es einen Reiter, einen Tab, der heißt Update. Da müsst ihr eine Firmware-Update-Datei angeben. Die haben wir natürlich jetzt nicht, deswegen machen wir das auf einem anderen Weg. Hier steht auch Binding Phrase. Ja, man kann diese sogenannte Binding Phrase, hatte ich euch ja im letzten Video erläutert. Mit der Binding Phrase wird praktisch euer persönliches Netzwerk, euer persönliches Funk, eure persönlichen Funkgerätschaften, sagen wir mal so, identifiziert. Das muss nicht immer, muss nicht super geheim sein, aber es muss sich eben mit großer Wahrscheinlichkeit von anderen Passphrases hier abgrenzen. Da könnt ihr also eine Zeichenfolge eingeben, vielleicht einen Satz, den ihr euch leicht merken könnt. Und das verhindert einfach, dass man sich sozusagen mit der falschen Gerätschaft dann verbindet. Ich drücke es mal so aus. Zusätzlich ist ja noch die Model-ID wichtig, hatten wir letztes Mal besprochen. In dem anderen Video will ich jetzt gar nicht mehr so großartig drauf eingehen. Wenn euch das nervt mit dieser langen Zeit für dieses Auto Wi-Fi on, dann könnt ihr diese Zeitspanne hier ändern. Auf 60 oder kleinere Werte als 60 Sekunden. Die restlichen Einstellungen, die es hier so gibt, die lasst ihr einfach mal so, wie sie sind. Zunächst einmal, sonst wird es ein bisschen unübersichtlich. Ja, also das Verbinden mit dieser vom Empfänger generierten Webseite dient jetzt eigentlich nur dazu, damit wir mal kurz prüfen, ob die Netzwerkverbindung über drahtloses Netzwerk auch tatsächlich funktioniert. Ich mache das hier auch mal wieder zu und dann sind wir hier nochmal auf der Homepage von ExpressLRS. Das wichtigste Werkzeug, was ihr braucht, ist der Konfigurator. Das ist ein Tool, das müsst ihr dann. Anders geht es nicht, oder naja, es geht schon anders, aber komfortabel geht es nicht anders. Müsst ihr dann auf eurem PC installieren
Und die Frage ist, wo kriegt man das her? Das steht hier in der Dokumentation: Installing the Configurator. Da gehen wir mal kurz drauf und da müssen wir dann diesen Express LS Configurator uns besorgen. Und wir werden dann hier umgeleitet auf eine GitHub, auf ein GitHub-Repository. Und da sind also für Windows, für Mac und für Linux die passenden Versionen dann hier verfügbar. Und das ist noch nicht die Firmware für euren Empfänger oder für euer Sendermodul, sondern das ist nur ein Werkzeug, mit dem ihr diese Firmware komfortabel erzeugen und konfigurieren könnt. Gut, wenn ihr das dann gemacht habt, dann startet ihr dieses Ding und das sieht dann folgendermaßen aus. Ich habe den schon mal gestartet. Läuft bei mir hier, steht groß oben drüber, Express LS Configurator. Nicht viele Einstellungen sind relevant, aber ein paar schon. Punkt 1, ganz wichtig, ihr müsst hier unter Gerätekategorie euren Hersteller suchen und da müsst ihr darauf achten, dass ihr wirklich das also die passende Bezeichnung oder die passende generische Bezeichnung hier findet, also RadioMaster 2,4 GHz. Bei mir, ich habe einen ER8, das steht hier noch nicht, aber ich habe die Firma RadioMaster als Hersteller und mein Empfänger ist für 2,4 GHz da. Und dann, wenn ihr das gemacht habt, sucht ihr hier den passenden Empfänger. Da gibt es verschiedene Varianten von dem ER8. Also auch da bitte nochmal darauf achten, dass ihr das Richtige auswählt. Bei mir ist es ein Diversity mit 8 PWM-Kanälen. Genau. So, dann, das ist schon mal die halbe Miete. Dann nächster Punkt wird manchmal übersehen oder wundert sich, dass es da nicht funktioniert. Das ist die Installationsmethode. Da bitte Wi-Fi auswählen. Es geht auch über eine serielle Schnittstelle genannt UART. Universal Asynchronous Receiver Transmitter heißt dieses Akronym. Das ist sozusagen eine Notfalllösung, kann man auch machen. Dazu muss man aber an seinem PC dann eine serielle Schnittstelle haben oder einen USB zu Seriellwandler. Hat vielleicht nicht jeder. Das kommt eigentlich nur in Betracht, wenn man vielleicht irgendetwas falsch gemacht hat und dann der Empfänger oder das Sendemodul einfach auf Wi-Fi nicht mehr reagiert. Das ist ein bisschen umständlich. Bei manchen Empfängern muss man dazu einen Knopf drücken, um in diesen Modus reinzukommen, in diesen Boot-Modus. Bei anderen Empfängern muss man tatsächlich eine Lötbrücke auflöten, also noch umständlicher. Ist also nicht für jedermann vielleicht geeignet. Also hier Wi-Fi, ganz wichtig. Gut, dann geht es weiter. Bitte bleibt hier in diesem Standardmodus, geht nicht in den manuellen Modus am Anfang. Und die absolut wichtige Einstellung ist hier, dass wir unsere gesetzgeberische Region hier einstellen. Das ist die EU und damit ist dann verbunden dieses Listen-Before-Talk-Verfahren. Ja, ganz wichtig, dass ihr das selektiert. Und natürlich dürft ihr dann eure Binding Phrase hier angeben. Und das zeige ich euch jetzt nicht, aber ist klar. Aber ihr dürft natürlich da einen beliebigen Satz oder ein Wort eingeben, was euch persönlich identifiziert. Ich will das nochmal so betonen. Genau. Und das wird dann standardmäßig einfach schon mit installiert. Und das finde ich sehr praktisch. Dieser Configurator, der merkt sich auch diese Einstellungen. Und wenn ihr dann andere Gerätschaften flasht damit, dann passt das schon. Ja, dann haben wir hier nochmal dieses Auto-Wi-Fi und Intervall. Das würde ich, wie gesagt, anlassen. Ihr könnt die Zeitspanne ändern, aber nicht ausknipsen, sonst kommt ihr per Wi-Fi nicht mehr auf eure Gerätschaften drauf und dann müsst ihr diese umständliche UART-Installationsmethode verwenden. Ja, WLAN-Geräteauswahl, das könnt ihr hier stehen lassen. Da wird nichts anderes erscheinen als 10.0.0.1.
Okay, dann sind wir eigentlich schon so weit, dass wir es installieren können. Hier gibt es den Knopf auf Gerät installieren. Ich sehe gerade, dass das gar nicht mehr auf dem Bildschirm drauf ist. Da muss ich das mal ein bisschen kleiner machen. So, da haben wir hier unten Gerät installieren. Los geht's. Was jetzt hier als erstes passiert, ist, dass die Firmware erstellt wird. Bei mir passiert das jetzt nicht mehr, weil ich die schon erstellt habe, wie ihr euch denken könnt. Das kann ein bisschen länger dauern, wenn ihr das erste Mal macht. Also nicht ungeduldig werden. Das kann mehrere Minuten, je nach Leistungsfähigkeit eures Notebooks, dauern, bis die erstellt worden ist. Genau, und wenn sie dann erstellt worden ist, dann wird sie auf den Empfänger heruntergeladen. Das sieht man dann also hier. Da werden die Prozente angegeben und irgendwann ist das dann fertig. Wichtig ist, dass hier steht Upload Success. Ja, und wenn das passiert ist, dann solltet ihr warten, bis dieser grüne Balken hier erscheint. Wobei das nicht so wirklich das Ausschlaggebende ist. Das Ausschlaggebende ist, dass euer Empfänger, dann zeige ich euch gerade mal, was mein Empfänger jetzt hier macht, dass der wieder ganz normal bei mir mit dieser orangenen Farbe blinkt. Dann ist er also neu gestartet. So, ich habe den jetzt hier lange laufen lassen. Jetzt geht er schon wieder in den Wi-Fi-Modus. Oh gut, nochmal Stromversorgung ab. So, dann ist er in dem normalen Modus. Also nicht vorher die Stromversorgung abziehen, bevor nicht da der grüne Balken erschien. Ja, das dazu. Okay, jetzt wollen wir das kontrollieren, ob das tatsächlich die richtige Firmware dann ist. Wir hätten das jetzt eben machen können, auch wieder über die Webpage. Da kann man natürlich die Softwareversion sehen. Man kann es aber auch einfach über den Sender machen. Den mache ich jetzt mal ein. Dass das da zu erkennen ist. So, und jetzt gehen wir hier auf Senderkonfiguration. Bisschen schärfen. Und da nehmen wir unser Express LRS Lua Skript. Das müsst ihr in das Tools-Verzeichnis der SD-Karte kopiert haben. Ich habe das hier in einen anderen Ordner. Normalerweise kopiert man das in das Tools-Verzeichnis und dann erscheint das hier also auch unter dem Tools-Menü in EdgeTX. Da haben wir dieses Skript, das können wir jetzt hier selektieren und dann lädt er das. Und das erste, was wir angezeigt bekommen, ist also das über unser Sendemodul. Darum geht es ja jetzt gar nicht, mit dem haben wir nichts veranstaltet. Hier oben links steht HMES24TX, das ist mein Sendemodul. HM Happy Model ES2,4 Sendemodul TX. Wir gehen aber jetzt hier unter Other Devices, das war ein bisschen schnell, ich mache das mal, sorry, ich mache das mal kurz zurück. Hier unten haben wir stehen Other Devices. Da erscheint jetzt wahrscheinlich bei euch dann auch erst einmal nur der Empfänger RMER8. Da können viele Geräte oder mehrere Geräte erscheinen, zum Beispiel der Flight Controller. Ja, haben wir jetzt nicht bei Schiffsmodellen. Da gehen wir drauf. Und dann ist natürlich die entscheidende Information hier unten die Softwareversion 3.3.1. Ja, okay. Also das hat soweit funktioniert. Ich gehe mal wieder auf mein Sendemodul zurück. Aktualisiert sich gerade noch mal eben der Screen, aber auch hier ist dann 3.3.1 Softwareversion. Ja, perfekt. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, wir müssen das Ganze hier auch nochmal, oder eigentlich bei mir jetzt nicht nötig, weil der schon 3.3.1 drauf ist, aber eigentlich müssten wir das hier auch noch für das Sendemodul machen. Und das geht ganz genauso mit einem kleinen Unterschied, den man vielleicht am Anfang vergisst. Normalerweise ist ja bei dem Sendemodul, das ist ein bisschen anders. Das Sendemodul
versucht sich immer direkt mit einem Empfänger zu verbinden und bleibt auch dabei, schaltet also nicht automatisch in den Wi-Fi-Modus. Für das Update sollten wir das aber dann auch so machen und man muss also bei dem Sendemodul explizit dann das Wi-Fi einschalten und das macht man über dieses Menü. Wir gehen hier mal auf Wi-Fi Connectivity und der erste Menüeintrag, man sieht das gleich hier, ist Enable Wi-Fi. Gut, wenn ihr das so macht, dann wird das Wi-Fi hier eingeschaltet. Vielleicht habt ihr das gehört, gerade hat es ein bisschen gebrummt. Die Funkverbindung wurde abgeschaltet. Man sieht das auch im Empfänger, der blinkt wieder so. Genau, und jetzt ist das drahtlose Netzwerk hier aktiv. Jetzt könnte ich also wieder zu meinem PC rüber wechseln und euch die verschiedenen Netzwerkverbindungen zeigen. Und, da gibt es hier jetzt das Express-LRS TX. Und auch da gilt dasselbe. Es muss natürlich dasselbe Passwort hier eingegeben werden. Und jetzt bin ich auch verbunden mit dem Sendemodul. Und ich kann euch das auch noch mal zeigen, das andere Fenster noch mal herkriegen mit dem Webbrowser. Wir verbinden uns einfach noch mal hier auf das Sendemodul. Dazu muss ich natürlich jetzt hier wieder die Adresse eingeben. 10.0.0.1. So, und ihr seht jetzt hier tatsächlich, da steht also TX Happy Model. Also wir sind jetzt nicht mit dem Empfänger, sondern wir sind jetzt mit dem Sendemodul verbunden. Und da gibt es hier nur drei Tabs. Es ist nicht so viel einzustellen wie bei dem Empfänger. Aber im Wesentlichen ist das das Gleiche. Genau, ja, dann könnten wir jetzt also hier auch für das Sendemodul, also es funktioniert, das war nur die Kontrolle, dass das Netzwerk funktioniert, wir könnten jetzt also mit dem Konfigurator auch das Update machen für unser Sendemodul. Dazu müssen wir hier das Richtige auswählen. Ich habe hier das Happy Model 2,4 GHz und das ist ein ES 2,4 GHz TX, das ist also dieser hier, Wi-Fi. Und dann geht es also los mit den gleichen Einstellungen wie bisher. Würde also jetzt genauso funktionieren, mache ich jetzt nicht. Genau, und danach ist das dann also installiert. Es gibt hier noch die Option, das Lua-Skript herunterzuladen. So, müsst ihr natürlich tun, sofern ihr ELRS überhaupt verwenden wollt. Das haben wir letztes Mal schon besprochen. Das Lua-Skript für ELRS ist wichtig, damit ihr überhaupt im laufenden Betrieb eure Sachen konfigurieren könnt am Sender. Ich gehe noch mal kurz auf die Kamera, wenn ich das denn hier hinkriege. So, da ist der Sender wieder. Ich mache jetzt einfach, das Update habe ich ja jetzt nicht gemacht. Ich mache jetzt einfach das Wi-Fi wieder aus. Und dann bin ich wieder hier in diesem Lua-Skript. Ja, also wenn ihr hier unter dem Tools das Express-LRS nicht entdeckt, dann habt ihr vergessen, das Lua-Skript ganz normal über die USB-Verbindung zu eurem Sender auf die SD-Karte des Senders zu kopieren und zwar in das Tools-Verzeichnis hinein. Na, das ist also wichtig, dass man daran denkt, sonst steht man da und hat dieses Lua-Skript nicht. Okay, das war mal diese Geschichte mit dem Update-Prozess. Das Video ist jetzt auch wieder relativ lang geworden, sehe ich gerade.
Es war eigentlich gar nicht so geplant, aber ich denke, das ist ja auch ganz instruktiv, wenn man das Schritt für Schritt einmal durchführt. Ja, aber wie gesagt, es steht alles ganz haarklein auf der Webpage von Express LRS drauf unter Quickstart. Da geht es also los. Ich zeige es euch nochmal mit Installing the Configurator und dann ist das hier unterteilt. Einmal praktisch für den Sender. Radio Preparation, gut, da geht es um den Sender selbst, also ein neues EdgeDX dort zu installieren. Das ist ja an der Stelle jetzt nicht das Thema, aber hier Updating Transmitters und da ist das für jedes Sendemodell auch nochmal alles erklärt. Noch viel ausführlicher könnt ihr also nochmal nachlesen. Ich habe das euch jetzt nur in der Kurzform dargestellt. Ja, das ist für die Sender und natürlich gibt es das Gleiche auch für die Empfänger. Ne? Okay, etwas Besonderes wäre es dann noch ein Empfänger zu flashen als ein Sendemodul. Das geht auch, habe ich euch letztes Mal überblicksartig erzählt. Das machen wir in der nächsten Folge, wenn es darum geht, unsere Sender zu modifizieren. Ich muss noch mal gerade eben hier umschalten. Es dauert immer ein bisschen länger. Muss ich hier mal zur Seite gucken. Beispielsweise ist es ja auch möglich, nicht nur ein externes Sendemodul einzusetzen, sondern hier vielleicht für die FlySky-Anlage ein internes Sendemodul da einzubauen. Und dazu kann man tatsächlich auch Express LRS Empfängergeräte nehmen. Ich hatte ja versucht zu erläutern, dass es eigentlich keinen richtigen Unterschied gibt zwischen Empfänger und Sendemodul. Hier habe ich jetzt so ein Diversity Empfänger, den kann man wunderbar auch einbauen. Sie sind so schön klein. Es gibt sogar noch kleinere, habe ich verwendet für das, aber das machen wir dann einfach mal in einer nächsten Folge, sonst wird das ja alles viel zu viel. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!